Sarah Nuru, Baby da. Die Ex-GNTM-Siegerin ihr erstes Kind bekommen. Nicht nur beruflich läuft es für Unternehmerin Sarah Nuru, 33, bestens, auch privat hat sie ihrem Glück die Krone aufgesetzt, das Model ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das gibt die GNTM-Gewinnerin von 2009 auf Instagram bekannt. Vergnügt schiebt Sarah Nuru den Kinderwagen an einem sonnigen Wintertag durch den Schnee. Mit diesem Video, zwei weißen Herzen und einem Küken-Emoji macht sie die Geburt ihres ersten Kindes öffentlich. Das Geschlecht ihres Nachwuchses verrät Nuru nicht. Binnen Sekunden sammeln sich die Glückwünsche in der Kommentarspalte. Ex-GNTM-Kollegin Ira Meindl, 35, gehört zu den ersten GratulantInnen. Auch Aufsichtsrätin Janina Kugel, 53, freut sich mit Sarah und sendet viel Liebe für die neue Familie. In der NDR-Talkshow wurde im September 2022 das Geheimnis um Sarah Nurus Schwangerschaft gelüftet. Man sieht es kaum, aber wir dürfen die Brea King News in dieser Sendung verkünden. Es ist etwas unterwegs, erklärte Gastgeberin Bettina Tietjen, 63. Über den Vater des Babys gab die GNTM-Siegerin von 2009 allerdings nichts preis. Ihre Schwester hat bereits ein Kind, Sarah gab daher in der NDR-Talkshow an. Sie wüsste, was nun auf sie zukommt. Es ist tatsächlich eine Herausforderung, ein Unternehmen aufzubauen. Aber gleichzeitig auch Familienplanung und diese Vereinbarkeit. Trotzdem ist Sarah sicher, das haben Millionen Frauen vor mir geschafft. Das werde ich, glaube ich, auch schaffen. Anführungszeichen. Verwendete Quellen: NDR, Instagram.com